Hallo, hier ist Wim, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ich habe hier den Michael vom YouTube-Kanal Remstal Rebell und wir wollen sprechen über unter anderem die Nominierung der Fridays for Future, ja, wie soll ich sie bezeichnen, Person Luisa Neubauer, die jetzt einen Aufsichtsratsposten in Aussicht hat bei Siemens und darum herum, da gibt es noch einiges zu sagen. Ich spreche quasi mit einem Experten für Fridays for Future. Der hat zumindest in Stuttgart einige Veranstaltungen besucht. Hallo. Ja, ich habe diese Veranstaltungen auch dokumentiert in meinem YouTube-Kanal und es war sehr interessant, wie doch das von der Antifa aufgebaut ist. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn diese Dame bei Siemens einen Aufsichtsratsposten hat, wie vereinbart sich das? Kannst du mir da Aufklärung geben? Ja, sie distanzieren sie. Sie tun ja immer so, als ob sie nicht dazugehören. Nur die Frau Luisa Neubauer, sie sagte ja, dass sie die Kulturrevolution, Zitat Ende, Ah, möchte. Und zum einen, und zum anderen, die linke Faust hoch, oder? Die sie hat Maul. in dem Interview, hat sie da so, wie soll ich sagen, so ein Lächeln gehabt, da sie genau gewusst hat, oh, jetzt habe ich mich verraten. Naja, und aber eigentlich will ich es ja auch sagen, es ist so okay, so habe ich den Gesichtsausdruck gewertet. Und außerdem hat sie auch gesagt, dass Straftaten für ihre Ziele okay sind. Also sie hat das anders formuliert, aber so hat sie das mitgeteilt. Ja, also sinngemäß. Das Also kenne ich ja aus ihrer Gruppe, dass die Antifa gewaltaffin ist, weil den Stuttgarter Antifa-Gruppierungen, Terrorgruppen, hat es ja nicht gefallen, dass ich die dokumentiert habe, dass sie hier massiv mitwirken. Und das lief sogar bis darauf hin zu einem Angriff auf mich, der dann im Mai passiert ist. Also du bist angegriffen worden, du warst auf einer Fridays for Future Demo und bist von den, ja, wie soll ich sagen, den Truppen, den Schlägertruppen oder ja, den gewalttätigen Personen, die da dies begleiten regelmäßig, bist du angegriffen worden aufgrund dessen, weil du das gefilmt hast. Man hat dich erkannt als jemand, der eben nicht dazugehört, der das halt auch dokumentieren will und da hat man dich angegriffen. Körperlich, Ja, richtig geschlagen auch, ja. das war ja die rote SA, also die Staatsaggressoren, ne? Ach so, Rot, ja, rot, rote Sturmtruppen. ja. Und die haben das auch wohl koordiniert durchgeführt. Zu ihrem Nachteil allerdings konnte das gut gefilmt werden und die Protagonisten sind dann dort auch identifiziert und da kommt es jetzt am 20. Januar zu einem Prozess, wo der Angriff hier juristisch bewertet wird. Okay, also du hast das dokumentiert, hatten wir jetzt ja auch neulich in Köln und du hattest ein Handy in der Hand, wo du das gefilmt hast oder eine Kamera, was auch immer. Ja. Und wahrscheinlich bei dir professioneller, anders als bei mir. Ich habe, ach, obwohl ich auch eine Kamera habe. Nö, Aber ich mache das eigentlich relativ einfach mit einer einfachen Vorrichtung. ja, also da kann man vielleicht auch noch gleich nochmal zurück. Also da werden regelmäßig auf so derartigen Veranstaltungen die Kameras aus der Hand geschlagen von Ist jetzt modern bei der Antifa, ja. die Kann man in von Köln linken sehen. Veranstaltungen, ja. Ja. Es wird ja vermieden, ja, Livestreams zu machen, die die Wahrheit zeigen, ne? Das heißt, wenn du einen Livestream machst und da sind die rote SA, also Staatsangriffstrupp, wenn die hier was tun und sie sind vermummt und so und dann im Hintergrund die Polizei vielleicht nicht ganz so durchsetzungsfähig ist, wie sie sein könnte, ist es, und es dann dokumentiert, ist es immer interessant. Aber viel wichtiger ist, dass wir es weiterhin dokumentieren und uns das nicht gefallen lassen, diese Drohgebärde, dass uns die Handys, die Filmaufnahmegeräte zerstört werden, wie hier gesehen in Ja. Köln. Und da müssen wir einfach weitermachen und die Leute Ja. aufklären. Also Hören wo die ein? jetzt wollen wir mal zu der, ich nenne sie jetzt mal Führerin der Fridays for Future Bewegung oder was soll ich sagen, Bewegung ist ja eigentlich falscher Ausdruck, also der, ja, wie soll man es sagen, ja, Der also von Soros und Co. eingesetzten also Dame, die hier der eingesetzten Person, ja, für derartige Aktivitäten.
Also wer ist denn die Frau Neubauer? Warum müssen wir jetzt da sprechen? Was ist passiert, will ich nochmal sagen. Also Siemens, der Siemens-Chef Herr Käser, also ein Unternehmen, was im DAX ist, also eines der größten börsengeführten Unternehmen, DAX 30, also der 30 größten DAX-Unternehmen, hat Neubauer einen Aufsichtsratsposten angeboten. Sie hat gesagt, zum einen dieses Kulturrevolution, ja, auf einer ihrer Interviews. Zum anderen hat sie auch Straftaten für gut befunden, wenn sie ihre Ziele bedienen. Sie hat sich für hinter diesem Extinction Rebellion gestellt und auch gesagt, dass das gut ist. Übrigens, die kleine 16-, 17-Jährige hatte das auch gemacht, regelmäßig deren Beiträge retweetet, wie das heute auf Neudeutsch heißt. Und ich habe mir da auch so ein paar Gedanken gemacht. Also wenn man das jetzt runterbricht auf heute und wenn man dann sich umschaut, dann dürfen wir angefangen von den Linken zu den Grünen über die SPD bis hin zur CDU das alles als linksextrem bezeichnen. Warum? Weil diese sich gut und gerne auch mit der Antifa auf der Straße gemeinsam sehen lassen. Also das ist ja Gewalt. Antifa, Terrorgruppen gewaltaffin sind, das wurde schon oft auch belegt in Videos und Darstellungen. Ja. Also das wird ja absolut legitimiert, auf was wir dazu steuern. Jetzt hat ja auch die CDU, die hatte jetzt ja noch, obwohl das ja auch nochmal was anderes ist, aber mit der Partei der Linken, das ist dann parlamentarische, also der parlamentarische Arm der Antifa, der sitzt ja da in allen Parteien quasi. Wenn man das jetzt so, oder ich stelle mal die Frage, sitzt die gewalttätige Antifa als Arm in dem Parlament? Ich stelle es jetzt mal als Frage, ja. Man weiß es nicht genau, aber wir wollen nur mal, Da gab es Bilder, da gab es erst dieses Jahr diesen Skandal, wo diese mit dem Antifa-Button im Bundestag aufgetreten hat. Ja. Und dann haben wir Antifa bei der IG Metall, bei den Gewerkschaften und in vielen Vereinen und Organisationen bis hinein in die Kirchen. Ne? Ja. Da genau aufpassen, wie breit die schon unsere Gesellschaft unterwandert haben mit ihrem kommunistischen Tun. Ja. Ich wollte es noch ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Ich sage da klare Worte, was ich auch sehe und feststelle. Ja, das ist die Auffassung, das ist meine Meinung und die darf ich auch äußern. Und das sind auch die Eindrücke, die man sieht und auch offensichtlich nicht nur bei Veranstaltungen, sondern auch in Presse, wie jetzt beim WDR oder bei anderen SWR zum Beispiel auch linksextrem eingestuft. Wir werden weiterhin in den Linksstaat gedrängt und jetzt leben wir den schon leider. Michael, jetzt wollen wir auf den aktuellen, ein bisschen was Aktuelles eben da aufgreifen. Jetzt hat ja Siemens und auf deinen speziellen Fall, der eben verhandelt wird, da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Jetzt nochmal zu Siemens. Also die Aufsichtsratsposition bei einer davon oder von einem Unterunternehmen davon oder was genau, weiß ich jetzt gar nicht. Ich wollte es auch gar nicht wissen, weil das ist so derart absurd und pervers, dass jetzt nun die Luisa Neubauer da einen Aufsichtsratposten hat bei Siemens. Und ich stelle mir das dann so vor, quasi, wie fühlt sich das an, wenn jetzt quasi ein Aufsichtsratsmitglied von Siemens bei einem anderen DAX-Unternehmen 30, sagen wir RWE, ein Kohlekraftwerk stürmt und dort den Betrieb lahmlegt. Also ob dann wohl auch das nicht nur das Strafrecht greift, sondern womöglich sogar das Wettbewerbsrecht, ja. Also das ist ja gerade wirklich zu absurd. Das ist ja absurd, da kannst du ja in diesem Linksstaat nicht vorgehen, oder? Also die meinen ja, wenn du die fragst, dann meinen sie ja quasi, oh, das wäre irgendwie gegen den Kapitalismus. Jetzt sind sie ja selbst, also wenn die jetzt, ist denn jetzt, müsste man so mal so einen Antifanten fragen, also so einen Linksextremen, der da mit dieser Fahne immer rumrennt, müsste man da fragen, was ist denn jetzt Siemens linksextrem
Oder was ist es? Oder ist das jetzt ein Kapitalist? Ja, ist jetzt Siemens ein kapitalistisches Unternehmen? Oder was ist das jetzt? Ja, weil ich, wenn jetzt der Herr Käser sich zu einer Linksextremistin bekennt, das ist für mich so, das ist meine Wertung. Es werden ja auch andere Faschisten genannt, ja, also ohne irgendwelche Belege, ja. Also dann, wenn jemand von einer Kulturrevolution spricht und von legitimen Straftaten für seine Ziele und so weiter, dann nenne ich das auch so. Das ist ja aber auch, das sagt ja auch die Wirtschaft, zum Beispiel beim Daimler auch, die große Umstrukturierung auf Öko und Elektro, ne? Ja. Das läuft ja überall gerade, ne? Ja. Und ist das jetzt der neue grüne Ökosozialismus? Ah, das ist der richtige. Ja, das ist nämlich den vielen Leuten nicht aufgefallen, dass mit den Unternehmen, was da abgeht, dass die Unternehmen keine, ja, das sind eigentlich, wie hatte ich das bezeichnet, hier dir gegenüber schon in unserem Vorgespräch, also man kann das nicht mehr als Kapitalismus, also es ist schon längst nicht mehr, auch wegen den Steuern, aber man sieht auch, dass die Unternehmen, die Unternehmensführer, die ständig mit Merkel unterwegs sind, das ist eine staatlich gelenkte Wirtschaft. Die sitzen da, die Großunternehmen sitzen ständig mit Merkel zusammen und das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Und hier hat sich Herr Käser bekannt dazu, dass er eben kein Kapitalist ist, sondern offensichtlich mindestens ein Sozialist, wenn er mit einer Linksextremen hier im Aufsichtsrat entsprechend agiert. So nehme ich mir heraus, das zu bezeichnen. Ja, kann man so sagen. Also, und das ist ja dann ein Aufsichtsratsmitglied, also wie gesagt, wie ist das, wird jetzt, warum ist jetzt nicht Aufsichtsratsmitglied von RWE zum Beispiel, ja? Wäre auch toll, ja? Dann wäre der ja, warte ab, bring den nicht auf dumme Ideen. Ja, die gibt ja Personen, die bei mehreren Unternehmen Aufsichtsratsposten haben, womöglich ist das auch ein Einstieg, ja, in die wirklich auch offen staatlich gelenkte Wirtschaft. Es kann ich mir vorstellen, dass das eine Initialzündung ist auch in den totalen Linksstaat. Wenn man sich jetzt nehmen wir mal diesen Aufsichtsratposten von dieser Dame an, der wird ja auch hochdotiert, ne? Und wenn sich das jetzt durchsetzt, somit finanzieren sich dann die Antifa-Terrorgruppen durch das, was sie eigentlich bekämpfen, ne? Und wandeln durch diesen sogenannten Strukturwandel alles in den Sozialismus um. Also das ist schon faszinierend, welche Gedankenspiele mal einem da dazu einfallen. Jetzt frage ich mich natürlich auch, weil auf den auf der Kölner Demo oder zumindest auf der versuchten Demo war ja auch irgendwas mit Klima plötzlich zu hören, obwohl ja eigentlich die Umweltsau durchs Dorf gejagt wurde. Ja, hat es da geregnet, oder was? es ging ja, die haben tatsächlich, waren ja auch dieselben Leute unterwegs, die auch bei Fridays for Future unterwegs waren. Es ging auch tatsächlich, haben die über, es ging ja, die alte Umweltsau, war ja auf das Klima bezogen und die haben ja auch in ihren Reden auf diesen gewalttätigen Veranstaltungen von der Deutschen Journalistenverband mit ausgerichtet oder zumindest hat er dort gesprochen als Redner und so weiter. Ja, ja. Mit schönen Antiverfahren im Hintergrund. Mit Antiverfahren im Hintergrund, wenn er nicht selbst Veranstalter war, das müsste man noch herausfinden, ob er Mitveranstalter war. Jetzt bin ich etwas ab, jetzt komme ich nicht mehr an meinen Satz, der war jetzt zu lange. Also da ist auch die Klima irgendwo mit, das Klima irgendwo mit drinne, ja. Also in dieser. Nein, wir müssen es mal ganz klar vor Augen führen. Das Klima ist eine naturgegebene Sache und hier ein Klimawandel anzuprangern, der aus der Natur heraus funktioniert, ist schon für mich ein Irrwitz. Ne? Ich hätte wirklich gesagt, okay, wir tun was für den Umweltschutz. Und wir gucken, dass nicht so viel Dreck in der Luft ist, dann wäre ich dabei gewesen. Aber hier das Klima heranzuziehen, dass der Mensch die Arroganz hat, das Klima zu ändern, durch
was auch immer. Da sage ich, Leute, denkt mal nach. Ich bin dafür, wir sollten über das Klima reden, natürlich. Aber wir können es nicht ändern, sondern wir tun was für den Umweltschutz, ja. tun was gegen Luftverschmutzung, ja. gegen diese Plastiktüten, wo auch nachgewiesen ist, dass die im Indischen Meer am meisten zusammenlaufen. Dass, und ja. klar, so Dinge, die uns hinauf indoktriniert werden, da müssen wir klarstellen, bis hinunter vor die Rathäuser, auch in Stuttgart, und denen dann auch sagen, Leute, was ihr tut, im Prinzip gut, aber nicht mit Gewalt. Und dann auch am Thema verfehlt, setzen 6, weil es geht nicht um das Klima, das sich von Natur aus verändert, sondern es geht um den Umweltschutz. Und dann gehe ich mit dir auch mit auf die Straße, um hier gesund zu leben. Oder wie siehst du das? Also ich habe noch keinen einzigen von Fridays for Future oder Extinction Rebellion gehört, der vorgeschlagen hätte, Bäume zu pflanzen, weil die verbrauchen ja CO2. Da gab es niemanden. Ganz im Gegenteil, sie plädieren dafür, sie kämpfen dafür, ja tatsächlich auch nicht nur mit Worten, sondern auch mit Fäusten, kämpfen dafür, dass Bäume gefällt werden, wenn sie große Windradanlagen in Wälder hineinsetzen, mit tiefen Fundamenten und so weiter. Also es gab niemanden, der Bäume pflanzen wollte, niemanden. Die großen Ventilatoren machen ja auch eine Unzahl an Insekten mit kaputt. Ja, was wir vorher gar nicht wussten alle, jetzt wird es immer öffentlicher, ja. Und Vögel etc. Und jetzt jammern sie ja wieder auf der anderen Seite rum, habe ich gestern einen Bericht gelesen, ja, wir haben ein großes Insektensterben und wenn die aussterben, dann sterben wir auch. Ja, natürlich tun wir das. Ja. Aber es ist halt was typisch grün, rot, sozialistisch gedachtes und zwar nicht zu Ende gedacht, ne? Das erinnert mich an den Herrn Özdemir aus Stuttgart. Cem heißt er mit Vornamen, der ist im Bundestag. Der fährt auch mit der S-Bahn bis nach seinen Heimatort, obwohl die S-Bahn noch gar nicht dorthin fährt. Ne? Also es ist lustig. Und genauso machen sie auch ihre Umweltpolitik mit Autos und Batterien, Kinderarbeit. Hier haben wir noch nicht mal die Versorgung, wenn in einer Straße drei diese Stromaufladestationen bauen, dann bricht in manchen Ortschaften die Stromversorgung zusammen, wenn die gleichzeitig einschalten. Dieser Wahnsinn. Und wenn man es dann hochrechnet, jeder will am Abend nach Feierabend kommen, nach Hause, 18, 19 Uhr, alle wollen ihr Auto aufladen und dann sitzen wir im Dunkeln, weil hier einfach die Strombelastung einfach das Netz überlastet. Okay, aber es ist der Wahnsinn, ist nicht zu Ende gedacht. Kretschmann hat ja auch gesagt, in einem Gespräch, das aufgedeckt wurde, hier der Landesvater von Baden-Württemberg, ne? Ja, wie wollt ihr das denn machen, wenn da 10 Leute tanken und wir haben noch 5 Zapfzellen und 20 Minuten warten und dann nochmal 20 Minuten warten zum Schnelltanken? Das ist gar nicht realisierbar. Wir haben A, die Infrastruktur nicht, die Tankstellen. Und wenn sie das in den wenigen Jahren auf die Beine kriegen wollen, das kostet in Milliarden an Vorkasse, ja. Das ist gar nicht. Also jetzt wollen wir mal nennen wir es mal Vorfall in Stuttgart mal aufgreifen, der bei der Fridays for Future Demonstration war. Bin jetzt erst durch dich aufmerksam geworden nochmal. Vielleicht hatte ich es schon mal vorher irgendwo mal kurz gesehen, ist mir da wieder entfallen. Auf jeden Fall werden die auch gewalttätig da bei Fridays for Future. Die kleinen Kinder natürlich nicht, aber die Jugendlichen und Studenten, ja, die sind aggressiv, da ist auch immer auch ist auch diese Antifa-Flagge zu sehen, die auch immer dafür steht, hier ist der Schutz, Gewalt. Hier ist Gewalt, ja. Und in USA ist ja diese Antifa auch als Terrorgruppe eingestuft, in Teilen der USA zumindest. Im Prinzip sind wir ja auch Antifaschisten. Faschismus will ja keiner. Aber diese Deutungshoheit dieses Faschistentums, die sich diese Antifa erarbeitet hat und die sie dann auch noch mit Gewalt verbreiten, das geht gar nicht. Also wir reden jetzt mal, ob jetzt Faschismus, Antifaschismus will ich jetzt gar nicht groß besprechen. Wir sprechen jetzt mal über die Gewalt, von wem die ausgeht. Ja, also ja. Du standst da in Stuttgart, du warst bekannt für ein, dein Gesicht war auch denen bekannt, dass du häufiger da bist. Und das hat den Leuten nicht gefallen, Berichterstattung. Ich mache das seit 2018, bin ich offiziell mit Presseausweis unterwegs, habe auch schon verschiedene Presseberichte
lokal und überregional veröffentlicht dürfen und wurde auch gemacht von verschiedenen Pressemedien und war dann bekannt und das, wenn einem das nicht gefällt, dann wird es halt auf die Schnauze gehauen. Da gab es dann nochmal einen Vorfall später, wo man mir ganz klar gesagt hat, ja, willst du es nochmal so haben wie am Marktplatz in Stuttgart? Da habe ich gesagt, was, ihr habt nur Gewalt, ihr habt keine Argumente, ne? Und wer keine Argumente, so geht's nicht, ne? Deswegen muss es da auch vor Gericht gehen. Und deswegen gibt es jetzt auch am 20. Januar einen Gerichtstermin in Stuttgart, wo diese Gewalt justiziar behandelt wird, um es mal freundlich zu sagen. Also die Sache, wo du im Mai angegriffen wurdest. Und jetzt sagen wir gerade nochmal den Termin. Das ist der Gerichtstermin war am 20. Januar. Und da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt wollte ich dir mal fragen, bei dem Termin, du darfst an dem Mikro nicht so nesteln, bitte. Jetzt wollte ich dir mal fragen, wie ist denn das, dein eigener Schutz hier? Es gab ja auch, wie ich ja selbst auch berichtet hatte, in Stuttgart ja auch schon mal den Arbeitsgerichtsprozess, wo auch Gewalttäter direkt vorm Gerichtsgebäude waren. Da wird jetzt noch ausbaldowert, es gibt da Plan A, B oder C, wie die Anreise dort vonstatten geht. Letztendlich möglicherweise nicht mit dem Hubschrauber, aber da gibt es Möglichkeiten, die noch ausgelotet werden, um die Sicherheit zu gewähren, was an sich schon mal ein Skandal ist, wenn du als Geschädigter vor Gericht gehst und dann damit rechnen musst, auch noch Gewalt gegen dich ausgeführt vor dem Gerichtsgebäude, ja, ja. Also das haben wir ja in Stuttgart gesehen am Landesarbeit. Ja, wo du auch berichtet hattest und worauf sich meine Analysen und mein Interview auch gestützt hatte. Und da habe ich auf deine Informationen zurückgegriffen und auch bildlicher Art. Da danke ich dir auch nochmal offiziell. Also, ja, das ist ja, ja. Die wollten es ja wieder nicht öffentlich machen, aber mehr zeigen, was passiert. Und der Mainstream schreibt dann von Autonomen oder von Linken. Nein, das sind Antifa-Terrorgruppen. Das muss man auch klar ansprechen. Man muss sie Ross und Reiter nennen, weil sie unter diesem Deckmantel Gewalt verüben und auch einen Gewaltwall aufbauen, damit man Angst bekommt. Und diese Angst brauchen wir nicht haben. Die müssen wir anklagen und öffentlich machen. Also jeder, für mich ist jeder ein Linksextremer, der mit diesen Terrorgruppen, mit diesen gewalttätigen Gruppen auf die Straße geht. Also jeder, wenn jemand mit einer Antifa-Flagge im Hintergrund, ja, der weiß genau, was das bedeutet, dass die gewalttätig sind. Wenn der da steht, ja, und zusammensteht mit solchen, der weiß genau. Ich habe womöglich sogar einen, jetzt aus Köln, womöglich sogar einen WDR-Mitarbeiter ausgemacht, wo ich da vielleicht nochmal was ganz individuell nochmal was bringen kann, wenn es klappt. Aber das nur am Rande. Also, wir sind bei deinem Gerichtsprozess jetzt, den du hast, du bist angegriffen worden auf dem Fridays for Future, du hast Strafanzeige gestellt und du bist auch geschlagen worden. Was ist dir genau passiert? Ja, man ist koordiniert auf mich zugegangen, hat erst versucht, die Kamera zu verdecken und dann bricht das Video ab, wo dann der eine Protagonist versucht hat, dieses iPad zu ergreifen, wurde umgestoßen und dann gab es mehrere Schläge auf den Hinterkopf, wo ich schon lag. Und da waren dann auch noch andere Personen beteiligt, die hier auch mit umgestürzt sind. Also es war schon ein massiver gewaltvoller Angriff. Also du hast der Protagonist ist dann weggelaufen, konnte aber, bis die Polizei eintraf, lange nicht mehr gefasst werden. Was das Lustige dabei war, man konnte ihn weglaufen sehen, genau in die Richtung, wo diese linke Szene sich auch immer trifft. Mann. Ja. Heftig. Ja. Also ich werde alle Daten wieder unter dem Video platzieren, dass wir da klar sehen. Ja. Du wolltest was sagen. Ja, nee, ist gut. Wir müssen es an die Öffentlichkeit ran. Gewalt geht gar nicht. Ich habe schon früher gesagt, wenn jemand eine Demo macht, gibt es eine Gegendemo, das ist okay.
aber Gewalt geht nicht. Und auch Demo stören oder unterdrücken versuchen oder zu stürmen, das ist ein extrem unterbelichtetes, undemokratisches Verhalten. Und Gewalt, das kennen wir schon, das gab es mal ein schönes Video in YouTube, da ist ein Lastwagen vorgefahren und dann sind die Sturmtruppen runtergesprungen und haben dann eine Flick-Demo zusammengeprügelt. Und das werden wir wohl hoffentlich nicht wieder erleben in diesem Lande. Ja, wir sind ja jetzt aber dadurch, dass die Medien, dass jetzt quasi jeder ein Handy rauszücken kann, dann kann man das auch nicht mehr so runterspielen. Also muss man etwas geschickter vorgehen und so tun, als ob das so irgendwie, ja, man muss das irgendwie anders. Ja, also ich sage jetzt mal, in Köln war das so, da waren gerade haben gerade mal 50 Leute demonstriert. Das muss ja eine ziemliche, also nach aus Sicht des Kölner Stadtanzeiger zum Beispiel oder des Deutschen Journalistenverbandes muss das ja eine ziemliche Schlägertruppe gewesen sein, wenn die 50 Leute schon alleine angeblich 20 Straftaten verübt haben. So klingt das bei denen, dass quasi von denen die Gewalt ausging. Und stattdessen hat man eben, wie die Bilder ganz eindeutig zeigen, kam die Gewalt von ganz woanders, nämlich von der Seite des Deutschen, auch wo die, also bildlich, also geografisch gesehen, räumlich gesehen, von der Seite des Journalistenverbandes und der Journalisten, die man teilweise, die konnte man teilweise gar nicht voneinander unterscheiden, Demonstranten und Journalisten. Und das ist auch ein interessanter Aspekt. Teilweise sogar noch mit dem Messer vor Ort waren, ne? Ja, mit dem Messer auch. Die Polizeimeldung lautete, ein Mann wurde festgenommen. Er hatte nicht nur ein Messer dabei, sondern auch einen Presseausweis. Ob er vom DJV war, darüber schweigen sich die Journalisten vom DJV aus. Ja, die wissen das. Ich habe gehört, dass eine Presseagentur da ein Bild davon hat, von diesem Presseausweis. Also die wissen das ganz genau. Ja, also es gibt ja die sozialen Medien, wo die Wahrheit gesprochen wird, überwiegend. Ne? Naja, gut. Also, da muss jeder selbst... Sozialen Medien, die dagegen halten. Muss jeder selbst für sich rausfinden, ob wir hier die Wahrheit sprechen oder ob der Kölner Stadtanzeiger oder die Stuttgarter Nachrichten, in deinem Fall Stuttgarter Zeitung, ob die Wahrheit sprechen. Ja, muss jeder dann selbst rausfinden und irgendwann fällt es einem dann vielleicht dann doch mal auf, ja. Sie rennen nicht Ross und Reiter. Auch zu Silvester gab es einen Aufmarsch der linksextremen Antifa vom Justizgebäude, vom Justizvollzugsanstalt in Stammheim. Da wurden dann Böller und Kracher und was weiß ich gegen Polizisten verwendet. Die Polizei hat dann kurzerhand einfach mal die Demo beendet und hat die Leute heimgeschickt. Dabei gab es dann 180 Personenfeststellungen von möglichen 180 Straftätern. Ne? Das, und die, in der Presse steht dann, ja, linke Aktivisten. Ne? Ja. Und da sage ich, nein, das war die Antifa mit ihren... Das waren genau dieselben Leute, die sonst auch bei den linken Veranstaltungen dastehen und linksextremen Veranstaltungen und unter anderem auch bei Fridays for Future. Und ja, das sind diese Prügeltruppen. Das sind die Prügeltruppen, die das Ganze begleiten. Das muss man mal ganz klar so benennen. Mhm. Ja, also, um das hier nicht ausarten zu lassen, um hier irgendwo einen Cut zu machen, vielleicht noch ein bisschen zu dir. Du hast nochmal und deinem Kanal, du hast jetzt diese Sache zunächst mit Fridays for Future hast du begleitet, dann hast du gerade erwähnt, Stuttgart-Stammheim, da warst du nochmal vor Ort, du bist ab und zu hier mal dort, ich werde deinen Kanal auch nochmal hier verlinken und was Remstal-Rebell, wie bist du auf den Namen gekommen? Ich glaube, ich weiß es, aber sagst du es nochmal bitte? Ja, es gibt ja diesen Remstal-Rebell, den gab es ja schon vor 20, 30 Jahren, ein Herr Palmer, dessen Sohn jetzt im Rathaus in Tübingen sitzt, der sehr rebellisch hier im Remstal unterwegs war und immer für Bürgermeister kandidierten, Gärtner und Obstverkäufer, war sehr rebellisch und hat vielen Leuten gefallen, vielen auch nicht. Was mir daran gefallen ist, dass er halt der Begriff an sich, ne, ich möchte mich nicht daran anlehnen, was er gemacht hat, sondern es geht mir um den Begriff, um hier auch eine Örtlichkeit festzustellen für mich und
ein bisschen Rebell zu sein, aber alles auf legitimen und legalem Boden nach dem Ja, Krieg. Also er war auch ganz friedlich. Also der, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, er war... Ja, er hat mit Trommeln und Trompeten schon bei Veranstaltungen reinmarschiert. Ja gut, aber er hat keine Gewalt angewendet, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber gut, aber außerdem war er ja sehr naturverbunden. Der Helmut Palmer, so heißt er, ich habe ihn persönlich auch gesehen, war bei einem kleinen Vortrag damals, als er mal kandidierte, da war ich selber mal zu Gast in einer kleinsten Räumlichkeit. Und er war Pomologe, also er Experte für Äpfel. Ja, also ein Umweltaktivist quasi, ja. Jo, ich denke mal, wir haben auch das meiste gesagt. Ja, okay. Wichtig ist, dass jeder sich drum kümmert und das postet, Leserbriefe schreibt, was ihm nicht passt und die Öffentlichkeit darüber informiert, wie die Lückenmedien arbeiten. Das ist so mein Anliegen. Alles auf Artikel 5 Grundgesetz basierten Aussage. Weil Hass und Hetze lassen wir den anderen. Wir klären auf mit klaren Fakten und Darstellungen, Videos und Bildern. Und wir müssen drum kämpfen, dass das auch weiter passiert, beziehungsweise beharrlich weiter stehen, obwohl uns gedroht wird mit allen möglichen Mitteln und wir diffamiert werden. Ja. Genau. Gut. Gewalt ist keine Lösung. Nee. Ja, aber weiter. Ja. Gut, dann danke ich dir, Michael, bleib gerade noch dran. Gerne. Und dann erstmal Dank auch an die Zuhörer. Und wie gesagt, Infos, wie gesagt, immer unter dem Video wieder. Danke.